Hallo liebe Leute, da sind wir wieder beim ETS 2 im Singleplayer und wir haben den Auftrag, einen externen Auftrag im Übrigen. Wir bringen Karotte nach Reims von Marseille aus und ich bin schon auf dem Weg, wie ihr in der letzten Folge gesehen habt, ne? Und ja, läuft alles perfekt. Und ich bin gerade ein bisschen was auf dem anderen Monitor beobachten. Denn ich teste gerade so ein bisschen, oder eher gesagt, gucke gerade so ein bisschen, was die Grafikkarte so drauf hat. Also was die, wie weit die ausgelastet ist. Tja, schon sehr ausgelastet, ne? Mit Aufnahme, da kann man das dann schon mal verstehen. Oh, geradeaus fahren. Oh, ich würde sagen, die ist zu 90% ausgelastet. Das ist schon heftig. Naja. Okay. Ja gut, dann ist es halt so, dann kann man nichts machen, ne? Ah, jetzt kommt da wieder eine Mautstelle. Und ich mache heute übrigens noch ein paar Videos und warte dann den heutigen restlichen Tag mal ab. Da nämlich, es sein kann, dass, Global Games, Global mir eine Mixed-Datei fertig gemacht hat und die schmeiße ich dann ins Radio bei mir hier rein und dann können wir endlich mal ein bisschen Musik hören. Ich bin hier am Fahren wie so eine besenkte Sau, wa? Übrigens, ich glaube, es ist heute Heiligabend. Ich nehme vorher auf, deswegen weiß ich das jetzt nicht so genau. Aber wir müssten heute eigentlich Weihnachten haben. Also wünsche ich alles ein frohes und besinnliches Fest. Ich gucke nach der Aufnahme nochmal, ob das wirklich stimmt. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch und eurer Familie ein besinnliches Weihnachtsfest. Und ich hoffe, ihr kriegt viele schöne Geschenke. So wie ich die hoffentlich kriege. Jeder ist sich am nahesten, ne? So. Könnt mir mal in den Kommentaren reinschreiben, was ihr so zu Weihnachten bekommen habt. Wenn ihr das denn heute Abend noch sehen tut oder seht oder was, wie das auch immer heißt. Auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal weiter und das sind immer noch 7 Stunden Fahrzeit. Das heißt, wir werden es heute eh nicht schaffen. Ist aber nicht schlimm, wir haben ja noch Zeit genug. Ich denke mal, ihr werdet das auch hier, das Video hier sehen, noch bevor es Heiligabend wird. Weil bei mir war das immer so, wenn es Heiligabend war, dann waren immer die Vorbereitungen und davor, das war dann immer recht langweilig. Und da habe ich mir dann immer irgendwas angeguckt oder ich habe irgendwas gespielt oder sowas. So lange, bis ich dann runter konnte und mir meine Geschenke sozusagen abholen konnte, ne? Ich weiß nicht, ob das bei euch auch immer so war, also oder so ist. Bei mir war das noch damals so, ich musste sogar in die Kirche. Ja, ich musste jedes Heiligabend in die Kirche.
Und ich musste jeden Heiligabend ein selbsterdachtes Gedicht oder Lied vorspielen oder vorsagen. Und dann habe ich meine Geschenke gekriegt. Schlimm, oder? Und sowas auf Weihnachten, das ist doch super. Ich musste immer was vortragen mit meinen Schwestern, mit meinen zwei. Aber dafür haben wir Geschenke bekommen. Naja, dafür jetzt nicht, aber war schlimm. Ich habe es gehasst. Kirchengang war okay, aber heutzutage gehe ich gar nicht mehr in die Kirche. Ich kann eigentlich auch mal austreten da aus der Kirchengemeinschaft da, weil, ne, ich. Es ist was da, aber ich bin nicht so der Kirchengänger. Das ist. Fahr doch, du Hampelmann, da ist offen. Nämlich erst hier abbremsen auf hier dritte Furt hier. Wäre ja schön, wenn irgendjemand meine Rufe erhört hätte und mir dann ein Lenkrad schenkt. Das wäre doch wunderbar. Aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich werde wahrscheinlich wieder irgendwas Sockenmäßiges oder so bekommen. Das Übliche, was man in meinem Alter halt kriegt, ne? Ihr jungen Leute, ihr habt dann noch das Glück, dass ihr wahrscheinlich vielleicht sogar ein Lenkrad geschenkt bekommt oder irgendwas anderes. Schönes. Ach, leck mich doch. Ich will lauter Quassel übersehen, dass wir ja nur eine 70er-Zone hatten. Entschuldigung. So, und hier 80. Dann fahre ich nämlich auch mal die 80. Bevor ich wieder einen Rüffel bekomme und 550 Dollar, Euros verliere. So, ihr Pappnasen, ich fahr hier rum, ne? So, da bin ich schneller da als ihr. Und ab auf die Autobahn. Sehr schön. Da habe ich schon mal wieder auf einen anderen Monitor gucken müssen. So, ich trinke mal was. Ansonsten verdurste ich hier. So. Ich hatte eigentlich vor, hier über Weihnachten den Wintermod anzumachen. Aber der ist noch nicht geupdatet gewesen, also von daher konnte ich da leider nichts machen. Und muss ohne Wintermod fahren im Winter. Letztes Jahr habe ich das ja, glaube ich, gemacht, ne?
bin ich, glaube ich, mit Wintermod gefahren. Musste ich die Winterschlappen aufziehen. Übrigens, falls ihr das bemerkt habt, ich habe hier einen Mod drin, der meine, der die Lampen ein wenig verbessert. Wie der jetzt heißt, habe ich leider vergessen. Real Light. Auf jeden Fall nach Freak FR4 und dann K64 suchen. Das ist nämlich der Ersteller. Freak 64 würde ich mal so nennen, einfach mal. Oder Frag 64. Kann ich ja gleich nochmal gucken. Und dann, ja, dann ist das der Mod auf jeden Fall. Oder ihr guckt einfach unter beliebteste Mods. Da ist er nämlich drin. So, die Ausfahrt nehme ich dann hier, weil der schon sehr müde ist. Also nicht Ausfahrt, sondern Schlafenspausen-Dingsbums hier. Aber tanken brauche ich ja nicht, da kann ich da Delsch fahren. So. Dann stellen wir uns hier neben. So. Und einmal ausschalten und gute Nacht. So, sehr schön, da sind wir wieder. Dass ich immer das Ding hier verstellte. Direkt auf die Bahn drauf, das ist natürlich sehr doll. So, wir haben noch 3 Stunden haben wir noch über. Könnten wir sogar noch in dieser Folge schaffen. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Und das ist der erste externe Auftrag, den wir seit langem mal wieder beendet haben. Da steht auch schon oben Reims drauf. Da. Mann, das macht richtig Spaß mit dem Zoomen. Huch. Oh, wir müssen hier raus. Hier raus, hier raus, hier raus. Oh, kommt auch keiner. Das heißt, wir brauchen hier nicht so großartig zu warten. Das ist sehr schön. Schön auf 70 runter. So, das war übrigens mein Handy, falls ihr das gehört habt. Was ich mal wieder vergessen habe, auf leise zu stellen. Ach, ich finde das ganz gut mit den Schranken hier. Haben die echt toll gemacht. Ob das nur so in Frankreich ist oder ob das auch in anderen ist, das weiß ich noch nicht. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Ich würde mal sagen, wir probieren das bald mal. Dann mache ich nämlich einen längeren Auftrag in Richtung, was weiß ich, Europa oder sowas. Oder Skandinavien oder. Und fahren danach den Auftrag dann wieder zurück. Wäre da mal eine Maßnahme. Habe ich auch mal Lust drauf, so eine ganz lange Tour zu machen, also wo man dann echt 20 Stunden oder sowas unterwegs ist.
Warum soll ich denn hier auf 50 runter? Das ist doch sinnlos. Besonders, weil ich jetzt wahrscheinlich eh gleich wieder auf 70 hoch darf. Und so eng ist die Kurve ja jetzt auch nicht, dass man hier 50 fahren muss. Ja, jetzt geht's wieder 80, ohne dass da ein Schild angezeigt war. Okay. Nach dem Auftrag fahre ich mal zur Werkstatt, weil ich möchte mal gucken, ob ich mir jetzt einen besseren Motor zunehmen kann, zulegen kann, so. Da wir ja auch schon Level 15 sind und wahrscheinlich nach dem Auftrag hier Level 16. Wenn alles gut geht, ne? Nicht, wenn ich mich wieder verfahre oder irgendeinen Schrott baue oder so. Den Schaden, den ich habe hier am LKW, das kam von der letzten Folge noch, habe ich nur vergessen zu reparieren. Beziehungsweise wir kamen ja zu keiner Werkstatt an. Ja, ein schifffreies Feld hier, ne? Außer hier rechts da die Fabrikgelände hier. Ob das Wort ein Fabrikgelände ist, weiß ich jetzt nicht so unbedingt, aber es sieht mir danach aus. Schön eingemauert hier. Ja, auf der Landstraße ist ja eigentlich auch immer schön geschmeidig, ne? Das ist ja auch ein ganz schöne Strecke hier. Eine Mühle da links. Ein Wunderbärchen. Jetzt sieht man ihn nicht mehr, toll. Eine Windmühle war da. Müssen wir tanken? Nein, diesmal ausnahmsweise mal nicht. Das werde ich dann wieder in der nächsten Folge mal erledigen, wenn wir direkt zum Dingens fahren, sagt man schnell, zur Werkstatt. Werde ich das dann wohl auch erledigen direkt. Wir sind bis jetzt immer noch in La France unterwegs, ne? Also Vive La France. Wollte ich eigentlich auch noch so beibehalten, aber ich glaube, in der nächsten Folge mache ich mal einen Auftrag, der ein bisschen weiter weg ist, damit ihr auch mal wieder was anderes seht als Frankreich. Damit mal ein bisschen Abwechslung reinkommt, würde ich mal sagen. Dann mache ich dann so einen weiten Auftrag bis irgendwo hin und dann auch wieder zurück nach Frankreich. Und ja, damit man auch mal was anderes sieht, ne? Und wir nicht immer hier in Frankreich rumgammeln. Das ist ja auch dann irgendwann auf Dauer langweilig. Von daher mache ich auch mal was anderes, ne? Nein, hier fahre ich jetzt keine 50, weil mir das auf die Nüsse geht. So, habt ihr jetzt davon. Das habe ich euch gegeben, so.
ganz schön frei hier alles, ne? Also freie Sicht auf alles. Wir können sogar Licht ausmachen mal. Und echt ein schönes Gebiet hier. Da hinten mit dem Bäumchenfeld. Feldern. Könnte sogar sein, dass das ein Weinanbaugebiet ist, weil das sieht man von hier aus irgendwie nicht so dolle. Ich denke mal, das ist Weinanbau, weil das so ein, an so einem Abhang ist. Und Wein wird ja an einem Abhang angebaut, damit das die, die volle Lichtquelle kriegt. Und es wird ja auch immer in Richtung der Sonne sozusagen gemacht, ne? Also damit die Trauben schön von der Sonne gebräunt werden, sage ich mal. Denn die brauchen nämlich einiges an Sonne. Ja, wir sind gleich da. Es dauert nicht mehr lange. Das heißt, ich werde die Folge hier wohl ein bisschen länger machen. Wir sind ja eh schon drüber. Und von daher wird die wahrscheinlich bis zur 25. Minute laufen. Aber ist egal, heute ist Weihnachten. Ne, Weihnachten ist heute Weihnachten. Dann habe ich das heute schon mal gefragt, ne? Ist egal. Die auf jeden Fall, müsste es Weihnachten sein. Und diese mache ich jetzt länger, weil für die 35 Minuten oder 30 Minuten, die wir hier in-game noch unterwegs sind, ist das auch nicht schlimm, wenn ich dann da hier so 5 Minuten, Dankeschön, 5 Minuten länger mache, ne? Das war übrigens mein Kreditrahmen, der abgezogen wurde. So, jetzt müssen wir noch ein kurzes Stück über die Autobahn, so wie es aussieht. Ach, Mensch. Das ist bestimmt nur eine Auffahrt. Einmal kurz hier drauf fahren und dann wieder runter. Weil das sind ja nur noch 11 Minuten. Also normalerweise müssten wir jetzt runterfahren. Oder das ist direkt hier an der Autobahn. So wie es aussieht, ist das hier mitten auf der Autobahn. Das ist ja auch mal der Knaller. Das habe ich ja noch nie gesehen. Erster Aufenthalt in Reims. Noch 10 Städte, dann haben wir es geschafft, hier in Frankreich zumindest alles aufzudecken. Die ganzen Städte zumindest. So, fahre ich mal. Der braucht ja noch seine Zeit da hinten. So, hier ist die, die Werkstatt, da gehe ich gleich mal lang hin. Mache ich dann aber ohne euch und versuche dann hier von Reims aus einen langen Auftrag zu erhalten. So, dann mach mal grün, mein Freund. Wir haben doch keine Zeit. So. Und schon wieder rot. So, endlich geht weiter. Also hier ist jetzt ohne Schwierigkeit, aber das denke ich mir mal, weil das hier sich nicht lohnt. Da bin ich ein bisschen zu weit drüber gefahren. Gucken, schaffe ich das so rum? Nee, geht nicht. So, Moment mal so.
Ups. Ah, fahre ich hier so und dann nochmal ein bisschen so und dann müsste das passen. So, das müsste ja gehen. Jawohl, endlich. Haben wir es geschafft. Sauber. Genau, wird synchronisiert. Jetzt zeigen... Oh, wir haben noch kein Level geschafft, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich werde mich auf jeden Fall hier von euch verabschieden. In der nächsten Folge sehen wir dann einen längeren Auftrag. Und ich hoffe, ihr drückt mir einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, euer Wobra. Bye, bye.